Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. BMW E90 und 91, moderner Allrounder der Mittelklasse. Die Dreierlimousine der Baureihe E90 wurde von 2005 bis 2011 gebaut. Der Touring der Baureihe E91 von 2005 bis 2012. Beim E90 und 91 gab es folgende Motorenauswahl. Bei den Benzinern fing es mit dem Vierzylindern im 316, 318 und 320i sowie 320si an und ging bis zu den beliebten Sechszylindern 325, 330 und besonders 335i. Der M3 wird aufgrund seiner Besonderheit in einem eigenen Video behandelt. Bei den Dieselfahrzeugen gab es die Vierzylinder im 316, 318 und 320d und die Sechszylinder im 325, 330 und 335d. Die Ausstattung. Zur serienmäßigen Ausstattung der Limousine und des Tourings gehörten Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorne und hinten, ABS und CVC, eine Mittelarmlehne vorne, ein AUX-Anschluss, Check Control, DSC und DTC, DBC, Isofix Kindersitzbefestigung, Fahrerprofile, Start-Stopp-Knopf und noch vieles, vieles mehr. Zusätzlich zur Serienausstattung war es möglich, seinen E90 und E91 mit folgenden Extras gegen Aufpreis auszustatten. Dazu gehörten diverse Navigationssysteme, M-Sportpaket, adaptives Kurvenlicht, Durchladesystem, Aktivlenkung, Alarmanlage, eine verschiebbare Mittelarmlehne vorne, Fernlichtassistent in Verbindung mit Xenon, integrierter Garagentüröffner, Ablagepakete, verschiedene Ausbaustufen der Geschwindigkeitsregelung, Hebedach, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, eine Klimaautomatik, Standheizung, Komfortzugang, auch bekannt als Keyless Go, diverse Lederlenkräder, auch mit Schaltwippen, PDC vorne und hinten, diverse HiFi-Systeme, elektrische Sitze, BMW Online in Verbindung mit Navi Professional, TV-Funktion, um nur einiges zu nennen. Rundum gesagt steht auch ein E90 oder 91 der ersten Baujahre einem aktuellen Fahrzeug in nichts nach. Lediglich die erste Version des iDrive-Systems in den Vor-Facelift-Modellen ist nicht empfehlenswert, da es einfach zu unaufgeräumt und altbacken ist. Die Umrüstung auf das neuere System, welches man ab dem LCI erhalten hat, ist aber problemlos möglich, wenn einem das Geld dafür nicht zu schade ist. Die Schwachstellen. Auch der E90 und E91 blieben von Mängeln nicht befreit. So kann es je nach Modell teilweise sogar zu schwerwiegenden Problemen kommen. Vorweg möchten wir eine klare Anti-Kauf-Empfehlung für das Sondermodell 320si aussprechen. Da gab es den Kapitalmotorschaden bereits ab Werk als Serienausstattung. Dieses Modell sollte man grundsätzlich meiden, wenn man nicht bei jedem Ölwechsel direkt ein Austauschtriebwerk mit dazu bestellen möchte. Auch ist der 318 und 320D als LCI mit dem N47 Motor absolut nicht zu empfehlen, da es hier oftmals Probleme mit der ansonsten bei BMW als unzerstörbar bekannten Steuerkette gibt. Dies kann zu einer sehr teuren Reparatur bis hin zum kapitalen Motorschaden führen. Die nicht ganz so tragischen Mängel sind. Verstopfte Regenabläufe sind besonders beim Touring ein Problem und können dazu führen, dass sich Wasser im Kofferraum sammelt. Auch eher ein Problem beim Touring ist das Antennendiversity, welches sich im Dachspoiler befindet. Feuchtigkeit dringt ein und führt dazu, dass die Platine oxidiert. Folglich hat man kaum bis keinen Radioempfang mehr. Bei Vor-Facelift-Modellen kann es oft und gerne passieren, dass die CCC-Einheit überhitzt, sich auffängt und nicht mehr startet. Der perfekte Zeitpunkt für ein Upgrade. Auch die Valvetronic bei den Vierzylindern sorgt noch für Probleme, auch wenn nicht mehr für so viele wie beim Vorgänger.
kommen wir zur Empfehlung. Der E90 ist in seinem Einsatzzweck so vielfältig wie kein Dreier zuvor. Den besten Kompromiss im Benzinbereich erhält man beim 325i LCI. Man hat kernigen 6-Zylinder Saugersound, gepaart mit genügend Leistung, Haltbarkeit und Moderne, um sich fast wie in einem Neuwagen zu fühlen. Im Bereich Diesel ist der 320D 4-Facelift mit M47-Triebwerk sowie der 330D eine klare Kaufempfehlung. Beides sind äußerst robuste Motoren und als Dauerläufer bekannt. Auch ist der Verbrauch bei allen drei Modellen absolut im grünen Bereich. Die Tunability. Für die, die sich für Tuning interessieren, hier ein paar Beispiele, wie ein E90 91 aussehen könnte. So Freunde, das war's mit dem Gebrauchtwagen-Tipp-Video für heute. Wir bedanken uns bei euch fürs freundliche Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls ihr unser letztes Video verpasst habt, dann klickt hier oder auf die Infokarte. Unseren Kanal könnt ihr auch kostenlos abonnieren, wenn ihr auf das Logo klickt. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo-Crew.